Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Ja, wir sind hier gerade in Junon, in der Stadt Junon, nicht in dem Gebirge. Ne? Wir haben die Story ein bisschen fortgesetzt. Wir sind auf dem Weg nach. Ich weiß gar nicht, ob irgendwie gesagt schon ist, wo wir hingehen, aber. Wir müssen auf jeden Fall weg von diesem Kontinent. Wir müssen ein Boot finden, ne? Und ja, yeah, wir sind jetzt gerade auf dem, auf über Junon, ne? Also wir waren ja vorher immer die ganze Zeit unten, ne? Hier in den, hier sieht man das nicht. Wir waren ja die ganze Zeit hier. Wir waren ja die ganze Zeit hier unten in der Stadt von Junon. Ich kann mich nicht teleportieren, alles klar. Und jetzt sind wir hier auf der oberen Seite von Junon, wo wir hin wollten und ja, nach einem Boot suchen wollen, mit dem wir hier weitergehen können. So, ich freue mich, es geht weiter. Keine Sorge, jetzt keine Sorge, keine Ahnung, irgendwie jetzt, wo ich weiß, wo nicht hingekommen von da unten, ne? Ja. Jetzt, wo ich weiß, die Story geht wieder weiter und ich muss mich irgendwie nicht hier so vorbereiten, so, oh, was mache ich denn heute, tue ich irgendwie Bosse plätten, tue ich heute irgendwie Schatztruhen suchen, irgendwie so, ne? Keine Ahnung, jetzt weiß ich ja halt, dass es gibt nur einen Weg nach vorwärts und ja, das macht mich irgendwie sehr excited, ne? Und da wird bestimmt lustig, ne? Soll ich mich hier noch umschauen? Ich glaube, ich sollte, ne? In der letzten Folge sind wir ja mit dem Delfin hier nach oben gekommen und haben gesehen, Rufus Shinra ist ja gerade angekommen und ja, der hat hier seine Parade ist hier bald am Laufen, ne? Und wir tun in der Zwischenzeit uns hier ein Brötchen suchen, mit dem wir ja weg von Junon kommen und weiter diese Kuttenleute verfolgen, ne? Nehme ich mal an, war der Plan, ne? Und ja, ich denke mal so an das originale Final Fantasy 7 zurück, ne? Wo halt noch nicht so viel Storytelling, also ich würde jetzt nicht sagen, es gab kein Storytelling, aber hier geht es natürlich, hier wird es natürlich ein bisschen mehr so erklärt und so, warum wir dahin gehen und so, ne? In Final Fantasy 7 im Original war es halt irgendwie so, ja, jetzt gehen wir irgendwie dahin, oder Sephiroth ist vielleicht ungefähr in die Richtung gegangen, also gehen wir jetzt auch dahin, ne? Weil das ist der einzige Ort, wo wir hingehen können, ne? Und ja, deswegen habe ich das hier wahrscheinlich schon wieder direkt vergessen, wo wir hin wollen oder warum wir dahin wollen, ausgerechnet, ne, in die Richtung. Aber ja, wir wissen, wir brauchen ein Boot, ne? Okay. Ich habe übrigens was herausgefunden. An seinem Controller kann man ja hier den Mikrofon-Sound ein- und ausschalten, ne? Aber wenn man gedrückt hält, was ich übrigens auch wusste, war ein Ding, tut man den gesamten Sound abstellen. Und was ich herausgefunden habe, ich dachte, da wäre der Truhe. Was ich herausgefunden habe, ist, ich kann sogar die Aufnahme, ich kann sogar den Sound meiner Aufnahme mit dem Controller hier mit abstellen. Wenn ich diesen Knopf unter der Home-Taste drücke, dann tue ich ja den gesamten Sound abstellen. Und damit kann ich anscheinend auch den Sound von alle Audioausgaben und ein Mikrofon sind stumm geschaltet. Also ich nehme an, damit kann man auch halt, der tut auch irgendwie den Sound von der PlayStation direkt abstellen, ne? Deswegen kann ich ja auf Kommando hier den Sound an- und abstellen. Das heißt, wenn irgendwie ein copyrighted Song irgendwann mal hier so durch die Gegend läuft, ne, dann kann ich auf Kommando jetzt hier mit einem Knopfdruck alles abstellen. Das ist irgendwie praktisch. Ich hätte nicht gedacht, da funktioniert. Hätte ich irgendwie in Star Wars die ganze Zeit machen können. Aber Star Wars ist ja jetzt vorbei. Lego Star Wars habe ich abgeschlossen. Warum muss ich mir keine Sorgen mehr machen? So. Weiter geht's, hier geht's weiter, ne? Ja, hier geht's weiter, also geht's da weiter, weiter geht's. Shinra Rules Aufkleber. Also Kühlschrankmagneten auf den Helm. So, ich weiß übrigens nicht, wie wir hier rumlaufen, ohne dass irgendwer uns hier entdeckt und sagt, hör mal, seid ihr nicht die von Avalanche? Ja, wir sind nicht eine, wir sind eine ganz schön auffällige Truppe, finde ich. So, warte mal, mit der konnte ich reden. Der Aufzug hier führt über Unter Junon bis zum Unterwasserreaktor. Ohne Erlaubnis kommt hier niemand rein. Oh, da brauchen wir erst
Da kommt gar nicht mehr in diesem Spiel vor. In dem Unterwasserreaktor gehen wir jetzt viel später hin. Da kommen wir gar nicht mehr in diesem Spiel hin. Ne? Also nehme ich mal sehr stark an, nicht so weit wird das Spiel nie im Leben gehen. Ich bin da allgemein gespannt, wie weit das Spiel gehen wird, so storymäßig, wo das Spiel so aufhört in der Story. Junon ist eine Militärstadt mit einem Unterwasserreaktor. Sie dient vor allem der Abwehr von Angriffen übers Meer. Wenn es sein muss, kann sie sich in eine Festung verwandeln. Ah ja, das ist auch geil. Sie ist ein Drehkreuz für den Luft- und Wasserverkehr. Das macht sie für Shinra zur wichtigsten Stadt nach Midgar. Ah, die Szene ist auch geil. Wenn Junon gegen Weapon kämpft, oh. Kenn ich mich nicht aus. Verstehe. Mal wieder typisch. Paris, wir sind nicht zum Vergnügen hier. Sightseeing ist nicht. Wir dürfen ja keinen Spaß haben. Ach, guck mal, dort. Alle Mann hergehört. Die 7. Infanterie Midgard werden uns die Ehrenauszeichnung des Direktors holen. Wir haben lange und ausdauernd an unserer Formation gearbeitet und werden unsere Stadt stolz machen. Jawohl! Ich weiß, wohin das führt. Bis zur Parade habt ihr Freigang. Aber nutzt die Zeit auch, um die Formation nochmal zu üben. Ja. Dann nehmen wir schon Posen. Ist das eine Quest? Eine Nebenquest? Nee. Oh, ich freue mich, wie das gleich hier weitergeht. Ich weiß ja, wie es weitergeht, aber wie das gleich hier umgesetzt wird. Das könnte lustig werden. So wortwörtlich lustig. Nicht so im Sinne von, oh, es wird Spaß machen, aber das wird lustig. Mal schauen. Ah, ist so schön, irgendwie dieses Spiel hier so auf diese Weise neu zu entdecken. Ich habe gar keine Ahnung, wie sehr mir hat Spaß macht. Sie scheinen alle an der Parade teilzunehmen. Aber klar doch, und sich beim Direktor einschleimen. Ich habe bisher ja nichts gesagt, aber es muss raus. Shinra ist Kacke. Was denn? Wissen wir. Rufus läuft direkt vor unserer Nase rum. Das können wir doch unmöglich ignorieren, oder? Wir müssen ihn ja nicht gleich abmurksen, aber ein paar Takte sagen und ihn dabei ein wenig verklappen. Hat Yuffie nicht sowieso voll? Halb zu. Haben die Turks nicht behauptet, man würde uns nicht mehr verfolgen? Aber trotzdem ist der Typ auf dem Motorrad aufgetaucht. Die sollen sich mal entscheiden. Ganz deiner Meinung. Nur, ob wir so einfach an den Direktor rankommen? So ein gezielter Schuss. Es gibt einen Weg. Ja. Mhm. Wir stürmen die Parade. Nein. Bei der Zeremonie wimmelt es nur so von Wachen. Gegen die alle haben selbst wir keine Chance. Wir geben uns als Gardisten aus und infiltrieren die Parade. Dadurch kommen wir unbemerkt in Rufus Nähe. Im Ernst? Na klar. Super Idee, Cloud. Gar nicht schlecht. Na gut, lass uns mal diesen Löwen und diesen Typen mit dem Maschinengewehr Typen verkleiden. Wieso wir? Hier passt denn keine Gardistenuniform. Oh, was? Die haben das sogar angesprochen gerade. Bis später dann. Ich suche mir erst mal eine Uniform. Hä? Warte, wir kommen mit. Genau, dann los. Schon wieder die Mädels. Hier lang. Das ist das zweite Mal, dass wir mit den Mädels unterwegs sind, während Red und Barrett irgendwie ihr eigenes Abenteuer erleben. Hey. Was für ein Zufall. Genau die wollen wir. Vielen Dank, gute Frau. Was haben wir hier? Oh, so sind die also gebaut. Na, sollen wir? Oh Gott. Halt! Ab hier 3 Schritte Abstand, bitte. Na gut. Clouds Uniform. Da kann man bestimmt irgendwie reinspringen, wenn man will, ne? Aber ich bin ja ein Gentleman, ne?
Krabbelt irgendwie, klaut irgendwie so direkt ein. Oh, eine Truhe. Das interessiert mich doch viel mehr als nackte Frauen. So. Überlebensweste. Ne, warte mal, die haben wir. Ich bin mir ziemlich sicher, die haben wir schon, ne? Froschring, ach ja, das Frosch-Mini-Quest, die Frosch-Mini-Quest habe ich auch gemacht. Alle Dinger hier geschafft. Ich glaube, 1 Minute 20 überleben. Versetzt im Kampf automatisch in den Zustand Frosch. Ja, das hatte ich auch irgendwie im Yuffie-DLC. Verstehe ich irgendwie nicht. Vielleicht gibt es irgendwann mal. Doch, Überlebensweste hatten wir noch nicht. Vitalität um 10. Ach, der Schutzweste hatte ich, alles klar. Schutzweste Typ 2. Kann ich bestimmt die auch hochleveln, ne? So, Red und Aris sind trotzdem noch in meinem Team anscheinend. Ups. Tun wir mal, wenn wir schon so in der Story hier so sind, ne? So. So, gibt's hier noch irgendwas? Kannst du öffnen? Nein. Okay. Ah, die Musik, ey. Ja. So. So, dann ziehen wir uns mal unsere Uniform an. Ja. Ich wollte schon sagen, ist da nicht da? Ist da nicht eine Kabine, wo eine der Mädels reingegangen ist? Okay. Ah, komm mal her. Hände hoch. Und? Bin überzeugt. Wirklich? Müsst ihr euch nur noch wie welche benehmen. Ja. Sonst fliegen wir schnell auf. Macht mir einfach alles nach. Und im Schlafzimmer bleibt die Uniform an. Nur damit ihr sie wisst, Mädels. Alles klar. Und ich meine nicht bei mir, ich meine bei euch. Ich meine bei mir auch, aber ganz besonders bei euch. So. Oh, hast du uns gerade beobachtet, während wir uns umgezogen haben? Okay, nicht, dass sie am Ende noch ohne euch anfangen. So, diese Situation, diese Szene haben sie auch so ein bisschen verändert. Wie gesagt, Cloud hat irgendwie so im Original so sein eigenes Ding irgendwie gemacht, eine Weile lang. Gar nicht bei der Übung vorhin. Wollt ihr mir etwa sagen, dass ihr verschlafen habt? Bitte um Verzeihung. Bitte um Verzeihung. Ist das etwa alles? Bitte um Verzeihung? Habt ihr eigentlich den Hauch einer Ahnung, wie wichtig diese Parade ist? Bewegt eure Hinter da rein. Und wehe, die Oberkommandantin ist nicht zufrieden. Ich schwöre euch, ein falscher Schritt und ich... Warum ist dieser Typ so extra? Behemoth-Futter aus euch! Was jetzt? Die Routine kenne ich auswendig. Macht mir alles nach. Ob das gut geht? Was gibt's da zu tuscheln? Los, mit euch! Warum ist dieser Typ so... So Jojo. Formation. So. Ihr habt also das Training geschwänzt. Ihr müsst euch eurer Sache ja sehr sicher sein. Mako-Augen. Kommt. Wenn da niemanden aufhält, ne? Soldaten haben ja so Mako-Augen. So blaue. Ich stopf dem nächstbesten Morbol das Maul mit euch. Kapiert? Ja.
So, drücke die angezeigten Tasten, wenn die Rhythmuslinie mit der Eingabemarkierung überklappen. Ja, das ist auch. Da gab es auch so ein Minispiel im Original, wo man so ein Posenspiel machen musste. Mein Gott, die Musik. Das ist voll die Nationalhymne, ja. Harte Eingabe, rotes Viereck drücken, gelbes Fünfeck wiederholt drücken, blau gedrückt halten, blau gedrückt, gelb wiederholt, da werde ich mir nie im Leben merken. So, drücken, lass mich noch mal kurz die Beschreibung da gucken. So, blau gedrückt halten und gelb wiederholt drücken. Erkennt man das auch irgendwie anders, weil ich werde das sowas von vergessen. Okay. Okay, rot erkennt man halt, weil halt nur da hinten sind halt immer so Linien, ne? Bei blau sind halt Linien noch dahinter, ne? Ja, okay, da erkennt man dann die Linien, alles klar. Gut, wird schon klappen. Zeit zum Posen, Leute. Sehr cool. Ja, hat man ja gerade gesehen. Komm schon. Solange nicht das Piano spielst, kein Problem. Solange ich nicht den Controller in eine bestimmte Richtung drücken muss. Oh. Ja, habe ich zu früh gedrückt. Ich dachte, ich musste schon vorher. Nein! So, wiederholt. Oh. Ausgezeichnet. So, nein, ich hab. Einer, ich hab fast. Noch einmal üben? Nö. Hab ich alles verstanden. Nicht so schwierig. Sag mal, was war das denn? Aber euer Mom gefällt mir. Dürfte ich vorschlagen, ihn an die Spitze unseres Zugs zu stellen? Warum ist dieser Typ so animiert, ey? Ich liebe es. Meinen Glückwunsch. Mit sofortiger Wirkung ernenne ich dich zum Kommandanten der 7. Infanterie. Wow. Erst ein paar Minuten im Job und schon befördert. Die gesamte Kompanie soll sich ein Beispiel an dir nehmen. Eine ehrenvolle Aufgabe, die große Verantwortung mit sich bringt. Der Sieg hängt von dir ab. Na, verdammt. Mein Gott. Gut. Bevor die Parade beginnt, müsst ihr noch die Gardisten der Kompanie zusammensuchen. Also, die Einheiten sind in der Stadt verstreut. Und ihr müsst mindestens 5 von ihnen finden. Okay. Jeder Gardist trägt das Abzeichen seiner Kompanie am Arm. Rot, okay. Sind alle beisammen? Begebt euch auf direktem Weg zum Paradeplatz. Yes, ma'am. Und keine weiteren Verspätungen mehr. Ist das klar? Dann weggetreten. Ma'am. Ausgezeichnet. Als Kommandant der Paradekompanie ist es deine Aufgabe, in der Stadt verstreute Einheiten der 7. Infanterie aufzulesen. Ah, sind 7. Ich verstehe. Sobald du die nötigen 5 Einheiten beisammen hast, kannst du mit L2 die Formation ändern, um deine Truppe auf den großen Auftritt vorzubereiten. Welche Formation du wählen kannst, hängt davon ab, welche Einheiten du gefunden hast. Okay. Eine gelungene Darbietung mit hoher Schwierigkeit erhöht deine Reputation. Darbietung mit hoher Schwierigkeit. Also bin ich so wenig wie möglich? Ne. So bestimmt alle hier, ne? Oh, sorry, man. Keine Sorge. So, hier haben sie natürlich ein paar Sachen geändert. Immer noch nicht alle beisammen. Ein paar Gardisten wollen sich sicher Mut antrinken.
Such doch mal die Kneipen ab. Mach deine Sache ordentlich. Mach ich. Formation ändern. Guck mal hier. So weit noch mal an der Parade teilnehmen zu können. Oh, die Parade. Also hier haben sie eine Menge Sachen geändert, weil wie gesagt, Cloud war hier allein unterwegs und Tifa und Aeris waren gar nicht dabei. Und wir haben uns irgendwie, weiß nicht, mit so anderen zwei namenlosen Soldaten hier zusammengetan. Wir mussten halt auch so ja proben, wie man hier so am Posen ist und so. Glaubst du echt, dass wir mit der Parade nahe genug und ja. Ich habe extra ein anderes Schwert ausgerüstet, damit ich hier nicht auffalle, ne? Wenn ich mit dem Panzerschwert hier rumlaufen würde. Mit meinen Charaktere hat man noch gerade Wir haben sogar Schlagstücke. Sehr cool. Ich finde so gut, dass die ja so aussehen. Also ja, verkleidet haben sich Barrett und Red auch nicht, ne? Also gar keiner hat sich hier verkleidet, außer Cloud in so einen Shinra-Soldaten, ne? Aber wir haben sich später irgendwann verkleidet. Ah, wir sind da auf der Straße. Ich nehme an, Yuffie tut sich uns erst in der nächsten Stadt anschließen. Oh, ich weiß, was die nächste Stadt ist hier. Costa del Sol, ne? Diese Hafenstadt. Ich nehme an, da schließt sich dann Yuffie an, ne? So wie Red sich uns in Kalm angeschlossen hat, ne? Los geht's. Kann man sich auch später noch mal umschauen, wenn man hier fertig ist. Aber guck mal, hier, was hier alles ist. Oh, ich liebe diese Musik. So, bist du einer von uns? Nein. So, ich schaue mich natürlich erstmal hier um. Jetzt können wir mal Junon hier mal begutachten, wie das hier alles aussieht. Ne, ich nehme an, hier können wir halt noch nicht. Ja, Leute. Dann weißt du sicher auch, dass sie aufgrund des Abkommens mit Wutai nicht mehr abgefeuert werden darf. Aber das hat doch was. Die ultimative Waffe. Ja, die. Doch bis in alle Zeiten stillgelegt ist. Bestimmt total kostet das Teil. Er dreht über die Kanone. Hey, merkst du nicht, dass du störst? Merkst du nicht, dass ich dein Commander bist? Bitte um Verzeihung! Was lungert ihr hier rum? Die Parade beginnt gleich, also haltet euch an mich. Jawohl! Warum laufen die so nicht? Alles klar. Alleine hat sich da der Truppe angeschlossen. Gardisten. So, kann ich halt. Nur. Kann ich halt nur irgendwie eine. Also kann ich irgendwie mal nicht hier, wie soll ich das erklären? Eine bestimmte Art von Gardisten immer rekrutieren und hängt davon ab, wie er gleich ablaufen wird, was für Leute ich rekrutiert habe. Also kann ich irgendwie mal nicht fünfmal irgendwie so Gardisten oder so oder was? Oder gibt es nur diese fünf bestimmten Dinger, fünf Gardisten, die ich finden kann? Und dann können wir hier weitermachen. Oder gibt es hier mehr, als es eigentlich gibt? Hey, der Hund von... Ist er nicht hier von Avalanche hier? Der Typ? Der Hund? Ja, im Original hatte man ja gar keine Zeit, sich so... Was so... Folgen die mir? Ach komm, die folgen mir alle, oder? Was ist das für eine Truppe? Im Original konnte man sich ja nicht wirklich hier in Junon umschauen, als man das erstmal betreten hat, weil man ist direkt hier in die Parade reingesprungen, ne? Und man konnte sich so ein bisschen da umschauen, aber war halt ein bisschen schwierig so beim ersten Mal. Die Ehrenauszeichnung wird sich Junon holen. Parade schon abgeschlossen? So, ich suche Leute mit roten. Ja, ich weiß, man konnte so in die Häuser ja so reingehen im Original. Aber
es war halt irgendwie alles sehr knapp und man hatte nicht wirklich irgendwie die Zeit, so sich so, ja. Sind die Turks nicht irgendwo auch hier? Ich glaube, die Turks sind irgendwo hier, ne? Ich meine, die sind auch irgendwo hier in irgendeinem Haus drin gewesen im Original. Sehr geil. Lauf hinter mir her, meine Minions. Ich liebe den Musik. So. Genau, das Planeten. Gehen Sie heute auf den Paradeplatz? Ich kann mit Stolz sagen, dass Entschuldigung, was? Jeder Schweißtropfen hat sich mehr als gelohnt. Ich bin zuversichtlich, dass wir den neuen Direktor mit einer großartigen Begrüßung begrüßen werden. Danke für diese Einschätzung. Und haben Sie auch noch ein paar Worte, die Sie an die Bewohner Midgars richten möchten? Sich während der Arbeitszeit in der Kaserne zu verstecken. Wenn wir heute auf dem Platz stehen, sind wir am Herzen bei den Bewohnern Midgars. Gemeinsam sind wir stark. So, keine Zeit für die Presse. Mitkommen. Ach, Entschuldigung. Wir sind mitten in einem Interview. Kommandant, Sir! Ah, Sie sind der Kommandant? Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Aber das passt ja wunderbar. Dürfte ich Sie wohl um ein kurzes Interview bitten? Natürlich. Die Auszeichnung ist hart. Mit welcher Strategie planen Sie, Ihre Kompanie zum Sieg zu führen? Tja. Mit, Sie sind so klug, Kommandant. Wir dürfen unsere Strategie natürlich nicht so einfach preisgeben. Die ist schließlich geheim. Die Pause ist um. Auf geht's zum Paradeplatz. Mir nach. Los geht's. Wir haben mal die Kamera auf die halten, Leute. Und der Kameramann ist auf. Hört ihr auch? So, Grenadier, Gardisten. Und Reserveeinheiten. Ah, ne, bin ich. Ich gar nicht so erkannt, den Cloud hier mit der mit den Klamotten. Ich versuch Leute hier zu rekrutieren, die alle ein bisschen anders aussehen, ne? Vielleicht hat das irgendwie so einen Einfluss, ne, wenn ich verschiedene Einheiten hier habe. Nehme ich an, ich weiß es nicht. Da kommt irgendwo eine Truhe. So, ihr seid ja noch zwei. Ich weiß, er gehört zu mir, aber ihr habt rote Klamotten. Warum kann ich euch nicht ansprechen? Wo hat sich der neue Direktor eigentlich bisher die ganze Zeit rumgetrieben? Hat sich bestimmt die Welt außerhalb. Rufus. Nun, Reisen bildet schließlich, nicht wahr? Seid ihr am Faulenz, meine Leute? Schnelltrank. Ich meine, Trank, der uns hier. Ihr werdet auch mehr, ne? Habe ich euch schon. So. Wir sind gerade mitten in einer Übung. Oh, Herr Kommandant, ich bitte um Entschuldigung. Das Training ist vorbei. Zeit für unseren Auftritt. Folgt mir. Jawohl! Alle hinterher. Ich habe gesagt, folgt mir, nicht rennt weg. So, Grenadier, Gardisten 9. Aber steht da Reserveeinheiten, ne? Also ich nehme an, das kann man irgendwie ändern. Weiß ich nicht. Genau, wollte ich verhindern. Ich wollte nur komplett. Also wie wenn ich hier mit meinen Lego-Figuren hier sammle. Ich will nur neue Figuren haben und nicht fünfmal die gleiche. Je mehr unterschiedliche, desto besser. Jeder ist einzigartig. Okay. Das ist so ein Ohrwurm, diese Marschmusik, ey. Oh Gott. Was gibt's denn hier noch? Da ist was. Ich habe auch nicht das Gefühl, man kann halt hier irgendwie so mal nachspielen, wenn man hat einmal hier. Wenn man das hier irgendwie. So, ist das umsonst? Ja, machen wir mal. Ne? Weil nicht, vielleicht gibt es irgendwie eine Cutscene oder so, keiner. Weiß man ja nie, ne? So, nö. Ah, weiß man ja nicht, ne? Ah, Sonnenlicht. Ah. Hier war ich noch nicht überall. Oh, 3 von 10 steht da.
stehe ich da oben links erst. Wir machen ein Foto ohne mich. Dürfte ich Sie wohl bitten, ein Foto zu schießen? Einfach draufdrücken. Das war 100%. Boom. Vielen Dank. Wahnsinn! An dem Foto stimmt einfach alles. Das rahme ich mir ein. Die Pause ist um. Für ein tolles Foto hast du ein. Hast du eine Belohnung? Eine Fototafel von Rufus Shinra? What? Erscheint 100%, ne? Also. Ja, jetzt hat sich der Truppe abgeschlossen. Das sind Sturmgardisten. Ausgezeichnet. Da war wieder, nehme ich mal, ich weiß gar nicht, wofür die Dinger sind. Sind die einfach nur hier so zum Sammeln? Die werden ja wohl irgendwie so einen Nutzen haben, ne? Wo sind die Dinger? Ja. Ja. Sammlerstück. Für irgendwas muss das ja wohl sein, ne? Habe ich irgendwie so mein eigenes Häuschen, wo ich das reinstellen kann oder irgendwie sowas? Da ist er. Ich habe ihn! Ich habe ihn gefunden! Da will ich haben, so ein Chocobo. Und Popcorn. Und Popcorn. So, da oben sehe ich einen Waffenladen und Materialladen und all sowas. Ne, da müssen wir natürlich auch noch mal abstellen. JSN. Juno, super Nachrichten. Mein Gott. Ja, so muss das. Die hätte ich auch gerne in echt. Na, wird sich meine Truppe anschließen, Leute. Haben sie sich gut ausgerückt? Na, das hoffen wir doch. Barrett! In den Seemannsuniform. Du da! Was denn? Ich bin doch nur ein Matrose in Uniform. Nichts Ungewöhnliches. Geklappt. Da jetzt will ich sehen, wie Red aussieht. Ich weiß noch, wie Red im Original aussah. Red ist auch in so einem Matrosenanzug rumgelaufen. Gar nicht mal schlecht. Dann wünsch uns Glück. Also ja, im Original ist Red auch in so einem Matrosenanzug rumgelaufen. Und was ziemlich witzig war. Aber das ist erst später auf dem Schiff passiert, auf dem wir gleich irgendwie drauf gehen, also irgendwann, ne? Und der ganze Weg zum Hafen ist ja, guckt ihn euch an. Ich hoffe, die Klamotten kann man auch so anziehen, irgendwann mal im Kampf oder so. Das wäre nämlich richtig geil. Da will ich wissen, wie Red aussieht. Weil Red hat auch irgendwie so eine Matrosenuniform angezogen und der hat versucht, auf zwei Beinen zu laufen, was richtig witzig aussah. Damals im Original. Deswegen bin ich sehr, sehr, sehr gespannt darauf, wie die das in diesem Spiel machen. Und das wird ein bisschen unnatürlich aussehen, wenn Red versucht, in so einem Matrosenanzug rumzulaufen. Vielen Dank, Männer. Wir haben versucht, auf zwei Beinen zu laufen. Kompanie, macht ein Foto von mir. Ja, aber ich kann es kaum erwarten, Red zu sehen. So. Ich will Materia. Ist ein Paradies für Waffenliebhaber. Ich kann mich gar nichts erzählen. Oh, da ist die Kanone. Oh, so eine Modellkanone, was ist das, ein Puzzle? Ja, doch. Ich gehe hier nicht wieder weg ohne einen Modellbausatz der Marco-Kanone. Und ich erst recht nicht. Den gibt's schließlich zu kaufen. Wenn du wüsstest, wie oft ich den schon im Traum zusammengebaut habe. Was denn? Was ist los? Nicht etwa den limitierten Bausatz wegschnappen? Alter, guck dir seinen Helm an!
Kommandant, ich bin untröstlich. Genug gefaulenzt. Raus, sofort. Verstanden. Das Modell hole ich euch später, Leute. Jetzt geht gefällt. Du hast die benötigten 5 Einheiten für die Parade gefunden. Ich will aber noch mehr. Barmut-Formation, Shiva-Formation. Was zum? Schwierigkeit 3. Ich nehme natürlich die höchste Schwierigkeit. Ne? So, ich bin aber noch nicht fertig mit dem Erkunden. Ich habe aber übrigens gesehen, Barrett hat gerade so einen Haken gehabt. Ich glaube im ersten Teil von diesem Spiel hatte ja Barrett auch irgendwie so ein paar Nahkampfwaffen, ne? Der hatte so eine Schere oder so, ne? Hatte der eine? Ich weiß das gar nicht mehr. Nicht im Original, im Vorgänger. Na, hier ist nichts Neues. Herr Kommandant, ich schwinge mein Fähnchen für Sie. Dann schwing. Was hat die Replika von Sephiroths Masamune? Ja. Die Waffen aus Junon sind erste Sahne. So, wir schauen uns natürlich noch ein bisschen um. Na, Materia ist hier irgendwo. Noch mehr Leute. Hier gibt es feinstes Handwerk. Oh, kann ich nicht mehr? Nein. Ja, da sind noch welche. Okay, man kann noch andere. Wir haben nur die allerbeste Materia im Angebot. Ja, da wollen wir noch mal sehen. Du hast nichts Neues, ne? Nein, hast du nicht. Du enttäuscht mich. So, gibt es ja Karten. Küssen. So, hier gibt es auch nichts Neues. Ich hoffe, es war alles zufriedenstellend. Ich traue mich gar nicht auf die heftigen Preise in diesem. Heute werden sicher auch eine Menge Menschen aus Midgard zusehen. Für sie müssen wir uns extra ins Zeug legen. In all diesem Chaos brauchen sie wieder neue Hoffnung. Wisst ihr, was euch Hoffnung beschert? Zu marschieren. Leute, das ist unser Kommandant. Salutiert. Was lungert ihr hier rum? Die Parade beginnt gleich, also haltet euch an mich. Ja! Marschiert, Leute. Hast du überhaupt weibliche Soldaten im ersten Teil? Weiß nicht, man kann ich das irgendwie so ändern, ne? Wenn ich da irgendwie einen Einfluss hat, was für Leute man da hat, aber ich will es natürlich so bunt wie möglich haben. Das hier ist Süd-Junons Tradition. Guck an. Stempel? Was redest du hier für einen Stempel? Hier gibt es Stempel? Ich will auch Stempel. Red. Die Uniform steht euch gut. Woher wusstest du, dass wir es sind? Durch euren Geruch. Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Deine Nase ist wirklich beeindruckend, Red. Sie ist beinahe wieder ganz die alte, seit wir Midgard und das Marco hinter uns gelassen haben. Auch diesem Ort möchte ich schnell den Rücken kehren. Boah, am liebsten würde ich jetzt hier noch so ein Intro machen mit der Parademusik, aber nee, lass mal. Ich glaube, ich werde noch sehr lange in Junon sein werden. So, wo war ich denn jetzt überall und wo nicht? So, ich suche noch einige Leute. Zeigen Sie mal her. Ja, solche Leute brauche ich auch in Real Life. Ja, zeigt diese Straßensperre, wer der Boss ist. Hey, sieht mal. So, ich wusste es. Wie viele Sachen es hier noch gibt. Was ist denn hier los? Ich wusste doch, die Turks sind hier. Da gehen wir noch mal rein, ne? Wir werden es ja nicht wiedererkennen, ne? Wenn wir die Uniformen haben, ne? Wo bin ich ja gerade reingestolpert? Aber zum ersten Mal. Wir können es erklären. Wer hier trinken will, muss seinen Helm abnehmen. So okay. Steht es in den Regeln. Okay, wir wollen nicht trinken. Also,
könnte es sein, dass ihr etwa keine Glatzen habt? Moment! Dieser Mann ist unser Kommandant! Sir, in dieser Bar herrschen besondere Regeln. Helme sind hier nicht erlaubt. Eure Pause ist vorbei. Alle nach draußen. Sir, verstanden! Bitte wieder die Helme auf. Loveless, hey. Treffen wir sie irgendwann mal? Die Sängerin? Bestimmt, ne? Wohin bin ich hier? Ich weiß, die Turks sind hier irgendwie so. Reno war, glaube ich, auch hier oder so. Ich weiß es nicht. Die waren irgendwie so im Geheimen hier irgendwie so am Trinken oder so. Ich weiß es nicht. Singen. Sehr merkwürdiger. Oh, ich liebe diese Typen und Typinnen. Ich kenne sie erst seit ein paar Minuten, aber ich liebe sie jetzt schon. Sie werden so schnell groß heutzutage, oder? Ach, ich bin die ganze Zeit immer am Anfang letztes am Sagen. Nee. Was? Sir, willkommen zurück. Vielen Dank, Männer und Frauen. So. Ich weiß nicht, ob ich hier einige Sachen verpasse. Hier gibt es so viel zu erkunden. Nee, ich freue mich. Hier ist doch gar nichts, Mann. Hier ist nichts. Du hast mich angelogen. Du hast mir zwar nichts dahinter versprochen, aber trotzdem. Ah. Im Flughafen. So, ich nehme an, du kommst nicht mit. Diese Kinder schleichen schon die ganze Zeit um mich herum und versuchen mich zu streicheln. Dann ess sie doch. Dann ess sie doch, Red. Dann hast du sie eh weg. Wo ist denn Shiva? Der höchste Schwierigkeitsgrad. Wird da nicht Barmut sein? So, ich suche noch 3 Einheiten. Wo seid ihr alle? Wo könntet ihr noch sein? Da gibt es doch bestimmt irgendwie was, ne? Wenn ich euch alle finde, oder? Na, guck mal. Hier war ich noch nicht. 2 Gestalte Südjonaden. Rezeption. Ich rieche meine Männer hier irgendwo. Die sind da unten. Ich kann sie riechen. Mein Gott. Oh, eure Arroganz macht euch nur noch niedlicher. Warum sind alle Leute, die folgt auf Katzen sind, die dieses Spiel so verrückt? Match war auch so drauf. So, Segen des Planeten haben wir jetzt schon so viele. Ich meine, in Junon gab es auch irgendwie so Figuren zum Sammeln. Da hat man die Chatley. So, man kann ja sogar. Alles klar, ich brauche hier aber nichts. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit den Weltberichten. Ich wollte gerade sagen, wie steht es um meinen Weltbericht? Ah, hat jemand große Träume? Jemand will Soldat werden. Wer will ihr Soldat werden? Unschlagbar sind. Schon,
aber die Ramu-Formation der Grenadiere ist auch nicht zu verachten. Ramu-Formation? Ist die Shiva-Formation der Sturmgardisten nahezu immer fehlbar. Ramu gibt's doch gar nicht. Wenn es doch bloß eine Formation, ja, die Formation, der alle Einheiten gleichermaßen zur Geltung kommen, dann wäre uns die Ehrenauszeichnung des Direktors sicher. Genau das habe ich geplant. Kommandant? Sir? Bitte um Erlaubnis zu sprechen, Sir. Bitte verraten Sie uns, in welcher Formation wir heute bei der Parade antreten. Das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Aber macht euch nicht zu viele Gedanken. Als euer Kommandant habe ich alles unter Kontrolle. Verstanden? Dann raus mit euch. Jawohl! Sir! Los, Sir! Die Seinheit hat sich der Truppe angeschlossen. Brandgardisten. So. Ah, guck mal hier. Je nachdem, was wir. So, ich brauche noch eine verschiedene. Wenn wir jetzt alle. Ramu-Formation. Ifrit-Formation. Ah, okay. Ich muss alle drei von denen machen. Je nachdem, wie ich die platziere. Ach, ich muss alle drei von denen machen, ne? Das heißt, ja, jetzt verstehe ich. Und jeder von denen gibt mir bestimmte Punkte, ne, für eine Formation. Und ich muss ja an alle drei. Okay, das heißt, ich muss ja an alle auf schwierig machen, ne? Um halt die besten Belohnungen zu bekommen, ne? Aber so schwer finde ich das Minispiel nicht. Von daher, ich stelle mir vor, könnte ich vielleicht schaffen. Auch vielleicht kann ich das ja noch mal wiederholen. Ich weiß es nicht. Irgendwann kann ich das bestimmt mal wiederholen oder so, ne? Ich kann mir sehr stark vorstellen, dass ich das. Es ist nicht das Piano-Spiel, von daher. Keine Ahnung, da gibt es bestimmt irgendwie coole Sachen zu holen. So, ich suche noch zwei Leute. Stets bereit. So, da müssen wir weiter, ne? Wo sind noch zwei meiner Gardisten-Truppen? Wo faulenzen die? Das war schön für dein Papi. So, wo seid denn ihr alle? Wo macht ihr denn gerade Pause? Wenn ich euch erwische, dann setzt sein. Welche schon? Ja, da war der. Aber der Glatz im Club. Ich dachte immer, Glatz ist irgendwie so ein Schimpfwort für Kahlköpfige. Aber anscheinend nicht, ne? Wo sind denn meine restlichen Soldaten? Wo müssen die doch sein? War ich schon hier oben? Meine Güte. Hier ist neu, ne? Guck mal da. Warte mal hier schön. Der Einsatz hier vorbei ist, werde ich zur Spezialeinheit, die Evelyn stinkfest machen soll, versetzt. Oh nein. Doch. Ich weiß allerdings noch nicht genau, wohin ich entsendet werde. Verstehe. Na dann müssen wir die Zeit hier zusammen noch mal maximal auskosten. Ja. Ist ja, was am meisten Spaß macht, an der Parade teilzunehmen. Ist da im Hintergrund Elena? Och, ich bitte vielmals um Verzeihung. Ich glaube, da sitzt Elena an der Bar. Genug gefaulet. Elena, Elena. Sofort. Von den Turks. Ja, das war Elena da hinten, ne? Ich da gerade die voll betrunken da am Sitzen ist. Oh. Oh, das ist so schön. Erst trifft man die beiden, ne, und dann tut man die auf so eine Art irgendwie treffen und gibt denen so Charakter irgendwie. Ja. Ich dachte, das wäre ein bekanntes Lied von Final Fantasy, aber anscheinend nicht.
Klingt aber irgendwie bekannt. Könnte vielleicht sein. Oder nicht? Ich verspüre eine sehr starke Aura. Lass mich sicher sofort abblitzen. Also ist Elena volljährig. Ist einfach wieder daraus irgendwie bekommen. So. Ich habe 4 Gardisten. Wenn ich jetzt, wenn ich hier nur Gardisten mache, ne? Dann kriegen wir Ramo-Formationen, ne? Voll, aber dann haben wir nur gelbe Einheiten, also wäre natürlich doof, ne? Also wir wollen so viele. Warte mal, ich habe 5. Ne, habe ich nicht. Sturmgardisten, dann nehmen wir Gardist. Nehmen Gardisten, dann nehmen wir Sturmgardisten, dann nehmen wir Brandgardisten, dann nehmen wir Grenadier. So, die nächsten müssen jetzt aber wieder eine unterschiedliche Leute sein, oder ich muss sie so platzieren, hat die Schwierigkeit von allen voll wird, ne? So, wo sind die letzten? Die letzten Gardisten. Dann können wir aber weitermachen. Ich will die Parade noch gerne in dem Part hier weitermachen. Haben wir so ein Part hier die Parade. Wenn ich nur wüsste, wo die schon wieder rumlungern, ne? Wo sind denn die jetzt hin? Männer. Warum tut er mich nicht begrüßen? Na, wo sind die letzten Gardisten, die mir noch fehlen? Das sind alle meine Finger weg. Die waren alle mir. So, habe ich irgendwo mal welche gefunden, aber nicht angesprochen? Könnte halt sein. Ich glaube, da könnte sogar sein, ne? Ich weiß doch gar nicht mehr. Was ich gesehen habe, die sehen irgendwie gleich aus oder so. So, ne. Ja, du bist auch ein Kommandant, Bruder. Oder Brüderin. Meine Schwester. Motorradstaffel. Oh, das heißt, wir sehen gleich den einen Typ nochmal, ne? So, wo sind die letzten Kollegen hier? Oh. Wo ist mein letzter Trupp? Wo machen die ja gerade wieder Pause? Da ist was. Nee, das ist die Mission. Da geht die Mission weiter. Wo seid ihr? Ich traue mich nicht so weit irgendwie nach vorne irgendwie nach draußen zu laufen, weil ich dann irgendwie die Story irgendwie aus Versehen weitermache. Deswegen will ich die hier suchen. So, seid ihr hier draußen irgendwo? Niemals. Ja, wo sind denn die? Sind die hier am Faulenzen? Dann hier sich noch am Umziehen. Was hat hier? Was hier gerade passiert? Komm schon. Komm schon, wo finde ich dann meine letzten Kollegen hier? Ich glaube, mit der Parade wird das heute nichts mehr, ne? Wo seid ihr? Oh. Leute, wo seid ihr? Ich will jetzt nicht aus Versehen da irgendwie weiterlaufen und dann irgendwie die Story fortsetzen. Muss ja noch irgendwo hier sein, ne? Bin ich ja noch nicht gewesen. Ich weiß nicht, wo ich hier nicht, wo ich schon war und wo nicht, ehrlich gesagt. War schon überall, oder? Ja. Na komm, wo seid ihr letzten Leute hier? Für nur einer, nicht beide, eine. Wo seid ihr alle? Kommt. Habt ihr die Schnauze voll euch zu suchen? Normalerweise sieht man die doch auf der Karte irgendwo. Hier, wo es weitergeht in der Story, sieht man aber
nicht, wo die Leute sind. Smileys von meinen Freunden sehe ich alle. Ah, komm schon. Wow. Zivilist. Ich bin Kommandant. Was willst du eigentlich? Du bist gefeuert. Ich wusste es. Okay, warte, er ist gerade. Ist hier unten noch jemand? Jetzt war ich echt so lange, um irgendwie die letzten Typen hier zu finden. Das gibt's jetzt nicht. Na los, meine Gardisten, wo seid ihr denn? Gibt's da jetzt hier nicht mal? Meine Güte, ey. Wer ist schon hier bei Ihnen gegangen? Wo ich euch denn verpasst? Ich gehe jetzt ein bisschen weiter da hinten hin. Wie ich geht's? Hey, Bert. Schau dir mal. Da hinten kommen sie. Hey, Bert, schau dir mal meine Leute an. Unser Plan ist so absurd, dass er schon wieder genial ist. Das gefällt mir. Haut ordentlich rein bei der Parade. Das ist Bells persönlicher Albtraum hier. Das ist ja Bells persönlicher Albtraum hier. So eine Armee von Shinra-Soldaten. Ich näher mich denen so ganz lange so, nein. Ja, und ich nehme mal nicht, schalte euch da mal rein, wenn ich die letzten Soldaten hier gefunden habe, weil irgendwie finde ich die ja nicht. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich bin ja gerade im Gasthaus, ne? Und im Gasthaus waren wir ja schon, ne? Wir sind ja hier hingegangen, ne? Und haben ja übernachtet. Und ich habe gemerkt, hier gibt es auch noch eine Treppe, die nach oben geht. Und hier ist irgendwie der Fiebel-Kollege, ne? Und da irgendwo hier ist noch eine Treppe, die nach oben geht. Und ich nehme jetzt mal an, die müssten jetzt eigentlich da oben sein, weil überall anders war ich ja schon. Deswegen weiß ich nicht. Die müssten jetzt hier sein eigentlich. Buchempfehlung geben zu dürfen. Meine derzeitige Nummer 1 ist definitiv der Roman Der letzte Flug. Die Story ist so mitreißend, dass man an nichts anderes mehr denken kann. Eine tragische Erzählen Sie mir mehr. Zwischen einem Mitglied der Luftwaffe und seiner Kommandantin. Oh. In der Szene, in der sie ihrem Liebsten befiehlt, in den Kampf zu ziehen, braucht man packungsweise Taschentücher. Ich liebe es zu weinen. Gib mir das Buch. In der Junon-Filiale, der auch diese Woche freut meine derzeitige eine Trag in der Szene, in der sie ihrem Liebsten befiehlt, in die Fibelinchen also ja, alles über Bücher erzählen. Also da oben nehme ich mal an, müsste es jetzt hier den letzten Kollegen geben, ne? Ehre. Haben Sie Interesse an der Buchempfehlung eines Fibelinchens? Ja. Ich kann Ihnen Shinras Militärphilosophie ans Herz legen. Das Buch ist ein philosophisches Meisterwerk. Man sieht die Welt einmal mit den Augen eines Militärangehörigen, was einen sehr zum Nachdenken anregt. Ach, wie unhöflich von mir. Sie kennen dieses Buch ja eh schon. Genau, ich lebe dieses Buch. Unsere Mitarbeiterinnen haben schon Charme, stimmt's? So, brauch ich ja nichts, ne? Herr Kommandant, beehren Sie uns bald wieder. Ja, bitte. Oha, Herr Kommandant! Sieht aus wie Selfie aus, Final Fantasy 8. Haben Sie Interesse? Meine Empfehlung ist der hier kam auch in Kingdom Hearts vor, ist hier dieses Mädchen mit den braunen Haaren und dem gelben Kleid. Eine jüngere Version davon. Mehr darf ich an dieser Stelle aber noch nicht. Ja, Spoiler. Holen Sie sich den Band jetzt gleich, um nicht gespoilert zu werden. Wow. Spoiler ist echt ein Wort auch in der deutschen Sprache anscheinend, ne? Da sind die letzten Faulenzer. Jetzt auch noch. Ja, wird ihr sicher stehen. Entschuldige, wenn ich noch mal nachfrage, aber in Ruhe umschauen lohnt sich. Für die Qualität bürgerlich. Na gut, warte mal ihr. Kraftfrei, Talisman, Ohrringe. Habe ich schon eine bessere Version von, ne? Also die Shops sind ein bisschen nicht so dolle hier in diesem Spiel, habe ich so gefühlt.
Da unten ist auch noch ein Shop. Da war ich schon, ne? Ich nehme jetzt mal einfach sehr stark an, die haben da nichts Besonderes. Ne. Leute, wisst ihr, wie lange ich euch gesucht habe? Ja, ich habe gar nicht angesprochen. Sie kommen genau richtig. Ich bin gerade dabei, genau richtig, euch zur Arbeit zurückzubringen. Welche der Branchen spricht sie mehr an? Die mit den Maschinengewehren oder die mit den Bajonetten? Du bist echt dermaßen peinlich. Beachten Sie ihn gar nicht. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Eure Pause ist vorbei. Ab nach draußen. Turtelt. Turtelt später weiter. Während ihr am Laufen seid. So, ja, yeah, Kompanie, halt. Die Atmosphäre des Lagers. Ausgezeichnet. Ich wusste, es gibt irgendwas. Es gibt eine Trophäe dafür, also warum nicht, ne? Gut, dann nehme ich mal an, die Formation ändern. Da muss man... Yay. Ah, ich finde es überall, ich finde es gut, überall, wo man hingeht, wird man Respekt behandelt. Irgendwo habe ich einen Shop gesehen. Ich nehme an, den Shop habe ich schon. Na gut, das hat jetzt hier so ein bisschen länger gedauert, aber macht ja nichts. Dann gehen wir mal beim nächsten Mal hier die Parade am Spielen. Ne? Ich werde dann hier mit den Formationen, ich habe mal hier so auf Screen mal ausprobieren, ne? Ob ich hier alles auf 3 Sterne bekomme. Ne? Wird da bestimmt irgendwie machbar sein. Ne? Also ich nehme an, ich will alles auf 3 Sterne machen, ne? Damit hier alles so schwierig wie möglich wird und bessere Belohnungen gibt, ne? Gucken wir mal, ob ich das schaffe, ne? Also mit der Formation, ich weiß es nicht. Vielleicht kriege ich da doch jetzt noch hin. Hier, komm. 3, 3, nein. Na, nein. Ja. Guck mal hier. Es ist alles auf 3. Ne, das ist doch, glaube ich, gut, ne? Die werden dann alle nacheinander abgespielt, nehme ich an, ne? Und dann, ja. Ich nehme an, so läuft das dann ab, ne? So wie ich mir das jetzt vorstelle. Gut. Alles klar, dann haben wir das erledigt, ne? Bonus für Formation 2. Hm. Weiß nicht. Das sieht so in Ordnung aus, ne? Da, wo ist meine Kompanie? Keine Ahnung, nicht hier. Wir sind nicht hier. Wir werden schon später kommen. Also ja, wir sehen uns dann. So, das war's für diese Folge. Hinterlasst ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Und wenn nicht, dann ja. Kompanie, ciao. Bye, bye. Da sind sie.